liebe Zuschauer. Bei mir sind Matthias Gipp und Florian Heiko. Erstmal hallo, die Herren. Hallo. Sie sind vom Bündnis der Selbstständigen und Führungskräfte. Vielleicht können Sie mir kurz erklären, Herr Gipp, was ist der BDS eigentlich? Der BDS ist in Norderstedt entstanden und ist das große Unternehmernetzwerk im Norden mit ca. 350 Mitgliedern. Schwerpunkt der Mitgliedschaft ist, würde ich sagen, die Metropolregion Hamburg, also so der Norden von Hamburg eher. Und viele Mitglieder kommen aus Norderstedt, weil der Verein in Norderstedt entstanden ist. Und seit wann sind Sie dabei? Und vielleicht nochmal, was macht den Bund genau aus? Vielleicht. Also ich bin, glaube ich, seit 6 Jahren dabei, bin seit 4 Jahren im Vorstand des BDS. Und der Verein sieht sich eigentlich als Netzwerk, als Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Wir haben sehr gute gewachsene Kontakte, das ist eben ein älteres Netzwerk schon, gewachsene Kontakte in die Politik und in die Wirtschaft. Und wir versuchen einfach Menschen zusammenzubringen und Plattformen dafür zu bieten, sich zu vernetzen. Ja, Herr Heiko, Sie sind vor 3 Jahren dem BDS beigetreten. Was hat Sie dazu bewogen, als Rechtsanwalt das zu tun? Ich habe vor 3 Jahren die Kanzlei Norderstedt gegründet und da war vor allen Dingen das Netzwerk für mich wichtig, die Unterstützung in Norderstedt, Anlaufpunkte zu haben, wo man dann auch die Norderstedter oder über den Raum Norderstedt hinaus auch mal als Unterstützung haben kann, als Ansprechpartner oder eben was für Dienstleister ganz wichtig ist, das Netzwerk. Und da ist der BDS eben der erste Ansprechpartner gewesen. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Ich komme jetzt zu Ihnen und sage, ich würde gern dabei sein. Also wie können Sie mir helfen, sozusagen, mich zu vernetzen? Also das ist relativ einfach. Wir haben sehr günstige Mitgliedsbeiträge. Es ist also keine große Investition, die man da tätigen muss. Und man hat auch immer die Möglichkeit, bei unseren festen Veranstaltungen, die sich etabliert haben, einfach mal reinzugucken, einfach mal zu schnuppern. Man kann sich zum Beispiel anmelden fürs Business-Frühstück. Das findet einmal im Monat statt im Parkhotel in Norderstedt. Da kriegt man ein tolles Frühstück für 10 Euro und lernt in der Regel so zwischen 30 und 60 Unternehmer kennen. Und kann sich dann überlegen, ob das passt. Und das Interessante am BDS ist einfach, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Branchen haben. Also es ist ganz breit gestreut. Man kann wirklich interessante Kontakte da aufbauen. Wo man eben Sinn der Sache ist, ja auch sich auszutauschen, kennenzulernen, was in so einem Rahmen ja sehr gut funktioniert. Aber es geht eben vor allen Dingen auch um das Persönliche und um das Menschliche, dass man eben wirklich auch Menschen kennenlernt. Das klingt sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier heute. Vielen Dank.